Boah, ätzend. Kotzt das an manchmal. Ich weiß, warum ich Ballerspiele normalerweise total verabscheue. Eins. Zwei. Gib mich. Ich weiß gar nicht, worauf die ballern. Ich meine, wahrscheinlich auf mich. Gib mir die hier. Oh Gott, nach unten hin wurden die Waffen immer schlimmer. Muss ich da durch? Nein. Das ist ein M50, verdammt nochmal. Was wollt ihr denn in M50 tun? Hallo? Okay, ich muss die einfach nur reinlaufen. Boah. Was du alles für mich getan hast. Das war ich dir schuldig, Kate. Nimm das. Das ist Merk. Er ist dein Freund. Er wird dich hier wegführen. Ich lenk die Cops ab und komm später nach, okay? Oh nein! Mark! Ich konnte sie nicht stoppen. Sie haben Kate. Ah. Aber ein paar der Penner habe ich erwischt. Wo sind sie hin? Sie haben etwas erwähnt. Die Scherbe. Beim Bürgermeister? Ja. Shit, Mark, ich hol jemanden. Einen Arzt. Das bringt doch nichts, Faith. Es tut mir leid, Merk. Es tut mir leid. Nein, nichts bereuen. Aber lass sie nicht gewinnen. Niemals, Merk. Versprochen. Danke, Kleine. Krasse Scheiße. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Krasse Scheiße. Okay, jetzt sind wir ohne Merk. Und ich habe mich immer über den aufgeregt. Uff. Hätte ich nicht tun sollen. Kommen wir nicht hoch. Da kommen wir durch. Wow. Ich sehe nichts. Dunkel. Es ist generell Nacht. Es ist generell nicht gut. Ich sehe überhaupt nichts. Nee, hier kam ich gerade runter. Jetzt wäre cool, wenn Merk mir sagen würde, wo ich lang müsste. Aber das kann er nicht mehr.
Fuck it. Alter, wo muss ich denn hier dran noch? Verdammt. Scheiße, Lex. Da, da komme ich hoch. Moment. So. Hier ist nix. Komm ich da hin? Jawohl. Okay, okay, okay. Scheint, wir sind auf dem richtigen Weg. Okay. Uff. Okay. Was mache ich jetzt mit dieser Hochspannungsding? Wow. Au. Okay, ich stand natürlich völlig in der verkehrten Richtung. Ich darf jetzt erstmal laufen, weil das ist Gas, was dann entweicht. Das hätte man mir sagen können. Nee, auch nicht. Alter, wo muss ich denn da hin? Also hier ist Gas, was ich aufdrehe, damit es an der Tür, wenn dieses Brrrt, dieses defekte Schloss knackt. Ah, okay. Wow! Fuck. Fuck. Ja, das denke ich mir auch gerade. Ich habe mir natürlich den Schwächsten ausgesucht. Wie die scheiß Waffe wieder. Wo ist denn jetzt die Waffe hin? Gib mir halt die hier. Okay, die sind alle rot angemalt, um mich zu verwirren. Wow. Wow. Komm, regeneriere dich, Kleine. Regeneriere dich. Dankeschön. So, da vorne müsste jetzt irgendwo eine M50 liegen. Wow. Hinter uns. Nee, 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 mit denen lege ich mich nicht an. Muss ich aber anscheinend. Wow. Komm hoch. Wow. Da ist noch einer mit der M50. Shit! Gib mir mal die da. Und jetzt gib mir die da. Okay. Will ich hier rein? Nö, will ich nicht. Okay. Okay, okay, okay. Wo will ich denn jetzt hier lang? Ist da ein Aufzug da gewesen? Oh ja, Aufzug. Der da. Mädel. Wollt schon gesagt haben. Sitz im Aufzug mit meiner M50 oder 60 und meine M50 oder 60 mit mir. Da oben liegen die Toten, hier unten fahren wir. Puh. Gott, so langsam wird das Spiel echt anstrengend, das habe ich ja schon mal erwähnt. Die
Firma Pirandello Kruger wurde autorisiert, bis zur erneuten Verhaftung von Kate Connors weitere Einheiten hinzuzuziehen. Es gibt Gerüchte, dass die Familie auf dem What the? Gute Arbeit. Durchsuchen. Erschießen Sie mich auch? Nein. Sie sind Kates größte Hoffnung. Waren das Ihre Leute? Nein, die sind von PK, Pirandello Kruger, privater Sicherheitsdienst. Was geht hier vor, Miller? Der Mord an Pope. Hat sich herausgestellt, dass Sie einen Insider hatten. Ropeburn? Ja, Sie hatten recht. Ich habe selbst versucht, Antworten zu bekommen. Aber warum Kate? Sie brauchten einen CPF-Cop als Popes Mörder. Keine Zeit für Erklärungen. Gehen Sie mit dieser Kommunikationseinheit aufs Dach. Dahin haben Sie Kate gebracht. Ich melde mich, wenn es sicher ist. Ich halte Sie auf. Das Dach. Gehen Sie. Jetzt. Cooler Chef. Verdächtige Gesichter. Gib mir deine Waffe. Gib mir deine Waffe. Officer am Boden. Er wollte sich melden, wenn es sicher ist, wo? Ich glaube, so schnell meldet er sich nicht. Officer am Boden. Ja, wie mache ich das denn jetzt? Ich brauche auf jeden Fall von dir hier die Waffe. Ja. Officer am Boden. Wow, Officer am Boden. Zwei. Komm ich da hoch? Kriegt mir das was? Nein, tut's nicht. Wow, der hat einen 50. Und ich nicht mehr. Warum funktioniert meine Maus gerade nicht? Ach, da. Scheiße, Waffe leer. M50. Und wieder Aufzug fahren. Hallo? Ach da. Ich fahre mit meiner M50. Und meine M50 mit mir. Da oben wartet meine Schwester. Von hier unten kommen wir. Oh, ich hasse Aufzugfahren. Habe ich das mal erwähnt? Ich glaube, im ersten Part schon. Gib mir immer eine Zeit, noch schnell was zu trinken. Oh. Boah, fettfreie Snacks. Dann eben keine M50. Hey, hören Sie mich? Ich bin im Überwachungsraum. Ich habe Sie auf dem Monitor. Sie müssen aus dem Aufzug raus. Sie kommen. Ja, wie soll ich denn bitte aus dem Aufzug rauskommen? Scherzbold. Soll ich mich jetzt an dieses Seil da... Okay. Oh. Okay. Da drüben muss ich hin. Lol, jetzt ist die Tür dazu. Ich habe sie gehört.
Sie sind im Aufzugsschacht. Also, irgendwo da drin müsste es einen Zugang zum Belüftungssystem geben. Es führt Sie nach draußen. Auf der anderen Seite des Gebäudes müssten Sie einen Weg zurück nach innen finden können. So können Sie die Kerle abschütteln. Wow. Hilfe. Ich schaff das doch niemals da dran. Niemals. Doch, tue ich doch. Wow. Ist das hammerhart hier. Jetzt soll ich da in die Mitte und dann... Ja. Na, tu mir die Eier von weh. Ja gut, von sowas auch. Hä? Okay. Was immer du sagst, Kleine. Fuck it! Ja, Jump'n'Run Action heute mit Blackie. Wohl eher Jump and Fail. Komm rauf. Dankeschön. Boah. Mhm. Alter. Ich geh kaputt. Ja. Und nu? Wie soll ich denn da drankommen, verdammt?